So, hier ist der Gusor wieder. Clash Royale ist wieder am Start. Wir könnten auch erstmal noch eine Kiste öffnen. Kommt. Ein bisschen Gold, Lakaien, Barbaren. Ah, das war nichts. Das war mehr so ein Schuss in den Ofen. Ah, Level 7. Schönes Ding. Ist natürlich Mist, gerade so, wie sie nicht laufen sollte, aber war natürlich fail gedroppt. So, Riese kommt. Ja. Jetzt habe ich das Problem, die gesamten Truppen sammeln sich komplett. Und können mich dann halt eben auf einmal attackieren. Besser kann es für ihn gar nicht laufen, klar. Und während er mich angreift, kann er natürlich noch richtig Elixier machen. Und kann dann halt zum Beispiel mal einen Prinzen setzen. Ja, klar, weg. Sechs gegen sechs. Also da würde ich sagen, ja, das ist halt, klar, ist halt eine feige Nummer. Und dann würde ich ihn eben auch als schlechten Spieler einschätzen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und würde sagen, dass er eben auf eine richtige Attacke gar nicht reagieren kann. Das unterstelle ich ihm jetzt einfach mal. Und dem ist auch so, ganz klar. Hier und jetzt geben wir richtig Attacke, weil er jetzt nämlich mit seinem kleinen X-Bow-Trick nichts kann und ich lasse mich hier auch nicht ablenken von dem Prinzen. Ich will ihm jetzt hier richtig die Breitseite geben. Ja, greif mich ruhig an. Kann ich mit leben. Ich glaube eher, dass du es nicht schaffst. So, und jetzt komm du ruhig mit deinen Lakaien an. Ich warte. Ah, wiederum wer jetzt? Ne, jetzt hat er verloren. Ich lasse mir noch was zum Gegenschlag ausholen. X-Bow ist eh gleich platt. Ich bin mal gespannt, was kommt. Ich setze einen Prinz. Er setzt einen Prinz und also mein Prinz gibt ihm noch gut auf den Sack, würde ich sagen. Und mein Ritter läuft schon wieder gen Himmel. Also nach oben. Hahaha. Pfeile? Ja. Pfeile sind auch am Start. Ja, gegen den Drago werde ich jetzt nicht anstinken können. Prinz. Ritter. Ne, die Kobolde bringen mir jetzt nichts. Musketierchen. Komm, los. Ja, ist immerhin. Ah, nee, oh, ich darf mich da nicht hinreißen lassen. Oh, so eine Scheiße.
Echt, ich denke immer, ach, na ja, dann ist ja unentschieden, dann ist ja unentschieden und dann stehst du am Ende da und nix ist unentschieden, das ist erst das Kronen-K.O. Dann kriegt er jetzt die Packung dafür, Junge. Das war's, Junge. Fertig. Immer. Oh, Unaufmerksamkeit. Richtig krass. So. Ja, gut, okay. Wir sind wieder gut dabei. Über 1100 ist definitiv mein Ziel, weiterhin zu bleiben. 6-6. Das ist so krass. Hexe droppe ich hier. Ich denke, die Barbaren kann ich halt. Ah, okay, mit der zweiten Hütte jetzt. Da wird er mich jetzt kriegen. Da muss ich jetzt wirklich mehr tun. Hätte ich gerne auch in dem Bereich hier eine Hexe zum Defenden. Alter, die Hexe killt ihn mal richtig. Kobolde einfach rausgenommen, passt. Aber ich glaube, damit hat er gar nicht gerechnet, weil er halt mit seinen zwei Hütten dachte, er wäre der King im Ring. Ja, ich glaube, ich defende mit der Witch, dass das hier ganz gut klappen sollte. Ah, jetzt hat er wieder ganz schön viel Truppen hier am Start. Na nun komm. Eins, zwei, drei. Haben was bitte. Mann, so. Kobolde. Ich muss ihn ablenken. Ich muss ihm irgendwas hinwerfen, um zu sagen, hier komm, nimm, 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 nimm. Wieder eine Witch. Da, wo es weh tut. Also ich bin. Ah, ich habe ja noch nicht mal einen verloren. Dann kann ich ihn ja eigentlich. Ablenkung pur. Wieder schön billige Truppen. Sehr gut. Nochmal Ablenkung. Ein Riese. Ein Ritter. Schön günstige Truppen. Nee, will ich nicht. Ich will, dass der Riese meinen Tower nicht erreichen kann. Genau. Und jetzt schön defendet. Scheiße. Das konnte ich jetzt nicht verhindern. Nun komm, Riese. Speerkobolde. Genau, und jetzt habe ich das Kronen-K.O. nicht vergessen, sondern jetzt wusste ich das ganz genau. Musketierin, ran, 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 ran. Ah, nee, brauche ich gar nicht. Ich setze. Ja, okay, ein Mann frei. Also wirklich obendrin halt. Im Kopf behalten. Nicht einfach sagen, naja, So passt schon und den kriegen wir schon so nach dem Motto, sondern den echt nicht nicht unterschätzen. Ich will halt wieder ein bisschen faken hier. Genau. Das heißt, ich setze einen Riese und Musketiere in Verbindung mit Speerkobolden. Sollte das ganz gut splashen. Ein Ritter noch rein, dass wir hier richtig sicher sind. Ja, doch, das sieht ganz gut aus. Kobolde auch noch reinkommen hier. Wenn, dann sind wir hier richtig dabei. Musketier ist noch komplett da. Also Musketierin. Nee. Wollen wir nicht? Komm, los.
definitiv viel, viel, viel zu viel Power. Ja klar, ist der Turm weg. Zwei von fünf ist doch Blödsinn. Zwei von fünf. Aberbahn. Jetzt bitte keine Speere. Bitte keine Speere. Wenn du jetzt Speere hast, wäre unschön. Hat er die Päcker geschoben, Alter. Kobolde mitten rein. Die sollen richtig schön mit auf den Arsch geben. Pfeile haben wir auch. Tut gar nicht weh. Also mir nicht. Riese. Oh, zwei Hexen. Nee, Blödsinn. Nee, das war's wirklich. Wie gesagt, ich muss noch schneiden. Ah, es ist so krass wie das Band. Das ist so krass. Echt ein gutes Spiel. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, würde mich freuen. Und mal gucken, im nächsten eventuell dann wieder ein paar Kisten öffnen. Ich gucke nochmal kurz aufs Deck rauf. Was wird mich halt nach vorne bringen? Nach vorne bringen wird mich halt. Klar, der Prinz auf 3, klar, aber das kann man jetzt nicht so. Aber der Riese halt wirklich auf 5. Das wäre halt mega nice. Das wäre es halt so fürs nächste Mal so. Das wäre echt gut. Von den Kobolden bin ich begeistert. Zwei Elixier und dafür bringen sie dann doch noch mal einen Wandel. Das ist halt echt gut. Das war's von mir. Ich bin müde, aber ich muss jetzt irgendwie 10 Videos schneiden. Egal. Haut rein. Ciao, ciao.